So, herzlich willkommen zum Video. Hier befinde ich mich in einer kleinen Entwicklungsumgebung, die nennt sich Robot Carol. Das ist dieser Roboter hier. Mit dieser kleinen Entwicklungsumgebung haben Sie die Möglichkeit, in einer einfachen Sprache diesen kleinen Roboter hier zu programmieren, sodass er sich hier durch dieses Feld bewegt. Bausteinchen hier, diese Steinchen hier aufnehmen kann, hinlegen kann, etc. Hier sehen Sie zum Beispiel vorgegebene Kontrollstrukturen, vordefinierte Anweisungen und so weiter. Wofür ist das Ganze gut? Beziehungsweise, was kann man daraus lernen? Das Ganze ist gerade für den Einstieg in die Algorithmik, ist das eine feine Sache. Denn erstens einmal diese Anweisungen hier. Und Kontrollstrukturen, die sind hier auf deutscher Sprache. Auch hier vordefinierte Anweisungen oder vordefinierte Bedingungen. Das macht das Ganze hier schon mal verständlicher. Sie können hier oben, das können Sie jetzt allerdings hier nicht sehen, jetzt können Sie es sehen. Durch das Menü können Sie zum Beispiel bei Bearbeiten hier zum Beispiel auf Formatieren gehen. Dann wird hier automatisch der Code entsprechend eingibt, sodass das Ganze auch besser lesbar ist. Wie gesagt, das Ganze ist gerade praktisch im Bereich Algorithmik. Denn wir haben uns jetzt in der letzten Zeit mit Algorithmen und Datenstrukturen beschäftigt. Ein Algorithmus sollte ja immer so formuliert sein, dass eine Maschine, also in diesem Fall hier unser Roboter, diesen Algorithmus nachvollziehen kann, also diese Handlungsvorschrift überhaupt verstehen kann. Ich kann jetzt hier zum Beispiel nicht schreiben, wenn ich möchte. Gehen wir mal davon aus, ich möchte, dass dieser Roboter, hier liegen insgesamt 5 Steinchen, er soll hier durchgehen, na, bis hier zur nächsten Wand. Na. Hier müssen Sie sich eine Wand vorstellen. Soll dabei die Steine aufheben, soll dann wieder zurück, und dann soll er hier neben, soll er dann die Steinchen auftürmen. Na. Und wenn er damit fertig ist, soll dann zuzüglich noch ein Ton, ein Signalton wiedergegeben werden. So, da kann ich hier natürlich nicht schreiben, gehe bis zur nächsten Wand, na, gehe bis zur nächsten Wand und hebe dazwischen, hoppala, hebe dazwischen, jetzt muss ich die nächste Zeile machen, und hebe, beziehungsweise hebe dazwischen, alle Steine auf. Anschließend gehe wieder zurück und dann lege linkerseits alle Steine hin. So. Das wäre jetzt so eine einfache, intuitive Beschreibung, was unser Kollege hier machen soll. Das Ganze habe ich jetzt hier in geschweifte Klammern gesetzt. Dann wird das Ganze hier als Kommentar gewertet. Ne? Ja, das ist also im Prinzip so die Handlungsvorschrift, was dieser Roboter machen soll. Ne? So kann man einen Algorithmus vereinfacht beschreiben, dass ich also in der normalen Umgangssprache beschreibe, was hier überhaupt zu tun ist. Ne? Problemchen ist nur diese Beschreibung hier. Also gehe bis zur nächsten Wand, hebe dazwischen alle Steine auf, ne, die ihm also dabei begegnen. Anschließend gehe wieder zurück. Also wenn er hier ist, soll er wieder zurückmarschieren. Und dann, wenn er hier ist, beziehungsweise, hätte ich es anders formulieren, wenn du am Anfang bist, dann lege linkerseits Steine hin. Also die Steine, die er schon gesammelt hat. Ne? So als einfache Beschreibung. Das ist für Menschen, ist das eine Möglichkeit, so einen Algorithmus zu beschreiben. Man kann das Ganze noch kürzer machen, das nennt man dann Pseudocode. Das ist im Prinzip so ein Gemisch aus natürlicher Sprache. Im Idealfall dann die deutsche Sprache, ne? Wenn das ihre Muttersprache ist. In Kombination mit programmiersprachlichen Konstrukten. Das haben Sie im Prinzip ja auch schon. Ne?
hier bei den vordefinierten Anweisungen, das ist hier entsprechend aufgezeichnet. So, wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier für Menschen, für mich ist es verständlich. Ich kann mir hieraus herleiten, was zu machen ist. Problem ist jetzt allerdings unsere konkrete Maschine hier, na, die kann damit nichts anfangen, na, weil der Prozessor hier das nicht versteht. Und das ist eben der Punkt, der Algorithmus muss für die Maschine klar verständlich sein. Jeder Schritt muss klar verständlich formuliert sein. Also eben gerade mit dem Befehlssatz, den die Maschine überhaupt versteht, weil geh bis zur nächsten Wand, kann der nichts damit anfangen. Oder hebe dazwischen alle Steine auf, kann auch nichts damit anfangen. Da müssen wir uns also was anderes einfallen lassen. Und die Idee ist dann einfach folgende. Wir schreiben das Ganze in den entsprechenden Programmcode. Des Weiteren, der Algorithmus sollte natürlich nicht nur klar verständlich sein, er sollte natürlich auch so kurz wie möglich sein. Er darf also nicht unendlich lang sein. Das muss man hier natürlich auch beachten. Er muss terminieren. Er muss also irgendwann hier beendet sein. Das ist spätestens dann der Fall, wenn er hier alle Steine, die er da gesammelt hat, wieder aufstellt und der Signalton erfolgt. Ne? Und er muss natürlich korrekt sein. Das heißt, er sollte hier auf seinem Weg auch tatsächlich alle Steine aufheben und sie dann auch wieder alle, die er aufgesammelt hat, hier wieder auftürmen und nicht zum Beispiel nur zwei auftürmen, das war's, wenn hier in Wirklichkeit fünf liegen, ne, oder drei liegen. Ne. Im Übrigen, hier kann ich nur maximal fünf Steinchen auftürmen. Ne. Dann muss ich mir einen anderen Platz suchen. So. Der Vorteil ist jetzt, mit diesem Programm können Sie das sehr einfach, können Sie hier schon mal sehr einfach diese Algorithmen beschreiben. Vor allen Dingen, Sie sehen hier auch was. Das ist auch für didaktische Zwecke ist das auch eine gute Sache. Zum Beispiel als Lehrsprache für Jugendliche zum Beispiel ist das auch eine geeignete Sache. Das hier oben, was wir jetzt hier auf algorithmischer Ebene beschrieben haben, das können wir jetzt im Übrigen auch verwenden, um unser Programm zu schreiben, weil hier habe ich mir den ersten Überblick gemacht, was überhaupt zu tun ist. Und das können wir jetzt hier einfach Schritt für Schritt ausführen, beziehungsweise hier einen Code umsetzen. Also, als erstes haben wir zum Beispiel gesagt, er soll bis zur nächsten Wand gehen. Ne? Er soll also so lange hier durch Wand marschieren, bis er zur nächsten Wand kommt. Da gibt es zum Beispiel, man unterscheidet bei Algorithmen sogenannte strukturierte, ne, Anweisungen, ne, oder Kontrollanweisungen, ne, oder logische Anweisungen. Ne? Das sind also Anweisungen, die nach Bedingungen arbeiten, ob eine bestimmte Bedingung erfüllt ist oder nicht. Bekannteste ist dieses If-Else-Konstrukt, ne? Wenn, dann, oder Schleifen, die fallen da auch drunter. Deshalb haben wir hier Kontrollstrukturen. Und dann gibt es auch noch Elementaranweisungen. Eine Elementaranweisung, das ist vereinfacht gesprochen eine Instruktion, die der Prozessor direkt ausführen kann. Ne, ohne dass er noch irgendwelche Bedingungen prüfen muss oder noch 25 andere Anweisungen ausführen muss. Die kann er also direkt ausführen. Das wären dann in diesem Fall hier die vordefinierten Anweisungen. Zum Beispiel, er soll einen Schritt machen, er soll einen Stein aufheben, er soll einen Stein hinlegen. Sie können sich hier alles nachlesen. Wie gesagt, das Programm hier ist kostenlos. Ne? Wir brauchen jetzt eine Kontrollstruktur. Wir haben ja gesagt, er soll bis zur nächsten Wand gehen. Ne? Er soll also hier durchmarschieren. Da wird sich schon anpassen, dass wir hier eine sogenannte While-Schleife verwenden, beziehungsweise das einfach wiederholen. Ne? Oder solange Bedingung gilt, solange, zum Beispiel können wir diese hier verwenden, solange Bedingung gilt, also schreiben wir hier einfach hin, solange Bedingung gilt, ja. Und zwar schreiben wir da nicht ist Wand, ne? Das ist eine vordefinierte Bedingung, die können Sie hier nachlesen. Nicht ist Wand, das ist das hier. Solange nicht ist Wand, tue, schreiben wir dann hier, können wir herunterspringen. Und dann sage ich hier einfach, solange nicht ist Wand, soll er erst einmal, na, haben wir ja gesagt, er soll bis zur nächsten Wand gehen. Na, dann würde man hier erwarten, dass er hier Schritte ausführen soll, beziehungsweise wir schreiben das groß, Schritt, na,
Es soll einen Schritt tun. Und dieses Konstrukt hier, ne, diese Struktur, ne, hier können Sie sich einen Codeblock dazwischen vorstellen. Den beendet man dann hier mit einem Sternchen und dann so lange. Ne, also einfach dieses Schlüsselwörtchen hier übernehmen und ein Sternchen dazwischen. So. Jetzt hätten wir ein Schlafenkonstrukt gebastelt, sodass er hier einfach durchgehen kann. Ne? Sofern hier keine Steine liegen würden, wohlgemerkt. Ne? Jetzt liegen hier aber Steine. Jetzt haben wir gesagt, er gehe bis zur nächsten Wand. Das haben wir auf die Art und Weise realisiert. Ne? Die erste Anweisung. Ne? Das würde er hier mitmachen. Jetzt kommt aber hier die zweite Anweisung. Hebe dazwischen alle Steine auf. Ne? Das heißt also, als nächstes, jetzt könnte es ja möglich sein, dass er schon direkt hier am Anfang auf den ersten Stein trifft. Und es könnte auch möglich sein, dass hier ein ganzes Türmchen von Steinen liegt. Also müssen wir hier verlangen, dass er so lange, wie hier Steine liegen, diese aufnimmt. Das ist auch so eine Eigenschaft eines Algorithmus. Nicht, dass er Steine aufheben soll, sondern dass er nicht nur für ein konkretes Problem, also das, was Sie hier sehen, hier ein Stein, hier drei Steine, sondern dass er für eine Klasse von Problemen geeignet ist. Ne? Und zwar hier die Klasse Problem, er soll bis zur nächsten Wand dazwischen die Steine aufheben, dann wieder zurück und dann die Steine hier hinlegen. Das ist die Klasse des Problems. Eine konkrete Instanz dieser Klasse wäre jetzt dieses Beispiel hier. Hier liegt einer, hier liegt einer, hier liegen drei. Es könnte ja auch möglich sein, dass hier einer liegt, 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 bis fünf Steine da liegen. Ja. Die können also, diese fünf Steine können hier individuell verteilt werden. Und darauf müssen wir auch den Algorithmus auslegen, also dass er allgemein eine Klasse von Problemen löst und nicht nur ein konkretes Problem, eine konkrete Instanz. Das heißt also, wir sagen dann hier einfach Folgendes. Hoppla. Wir sagen dann hier einfach Folgendes, und zwar solange können wir hier einfach nachsehen, ist Ziegel, also solange hier ein Ziegel liegt, soll er den einfach aufnehmen. Ne? Solange Ziegel, sagen wir dann hier, können wir hier nachsehen, na, wo sind unsere Anweisungen, hier vordefinierte Anweisungen, sagen wir also hier einfach aufheben, tue aufheben, soll er das aufheben und das war es im Prinzip dann an der Stelle schon. Mehr soll er hier nicht machen, das können wir direkt hier in eine Zeile packen, na, dann haben wir das Ganze auch noch möglichst kompakt geschrieben, hier oben kann ich auch auf Bearbeiten gehen. Kann dann sagen, ich möchte das Ganze formatieren, dann rückt das mir sogar entsprechend ein, dass ich besser lesen kann. Ne? Das sind also noch so die Möglichkeiten, die wir hier im Angebot haben. Ne? Das heißt also, jetzt haben wir schon mal diese zwei Schritte hier, haben wir jetzt praktisch bewältigt. Und das Ganze mit zwei While-Schleifen, so wird man das beispielsweise in einer entsprechenden Programmiersprache lösen. Das hier ist auch eine Programmiersprache, aber natürlich stark vereinfacht. Na, mit zwei Wildschleifen, mit der ersten Wildschleife haben wir sichergestellt, dass er überhaupt bis zur nächsten Wand gehen kann. Mit der zweiten haben wir sichergestellt, dass er so lange wie hier eine gewisse Anzahl, oder was heißt eine individuelle Anzahl an Ziegeln hier jeweils liegt, diese aufnimmt. Na, natürlich limitiert hier durch die Decke. Hier müssen Sie sich noch eine Decke vorstellen. Sie können also nur maximal 5 Ziegel hier auftürmen. Das heißt, diese zwei Schritte, diese zwei Anweisungen, ne, und da sehen Sie auch den Vorteil, den ich habe, wenn ich mir das Ganze erst einmal konkret hinschreibe, was hier überhaupt zu tun ist und das dann entsprechend in Code umsetze, dann weiß ich nämlich auch selber, was muss ich machen, wie muss ich das Ganze schreiben. Ne. Das heißt, diese Form des Algorithmus, was wir hier geschrieben haben, ist auf algorithmischer Ebene für Menschen. Die Umsetzung im Programmcode für Maschinen. Ne. Das müssen Sie also unterscheiden. Ein Programm ist nichts anderes als ein Algorithmus für eine Maschine, welches dann auch eine konkrete Form hat. So, die zwei Anweisungen haben wir, jetzt gehen wir hier hin. Anschließend gehe wieder zurück. Wir stellen uns also vor, der Roboter wäre jetzt hier, jetzt soll er wieder zurückgehen. Das heißt also, er ist jetzt hier, er ist jetzt an eine Wand getreten, das heißt, diese Schleifenbedingungen, da fahren wir jetzt raus,
Jetzt geht es also hier unten weiter, weil aus dieser Schleife sind wir ausgeschieden. Da kann ich ganz einfach sagen, okay, er soll sich jetzt links drehen. Können Sie hier schon sehen, links drehen. Links drehen, das können Sie im Übrigen auch klein schreiben, wenn Sie es wollen. Ne? Komplett alles klein schreiben geht auch. Links drehen, dann soll er sich nochmal links drehen. Und anschließend sagen wir hier wieder, solange nicht ist Wand. Das heißt also, solange nicht ist, hoppla, nicht ist Wand, tue, solange nichts anderes machen als einen Schritt zu machen. Na, das war's schon. Das kann ich hier auch wieder schön in eine Zeile packen. Das ist ohne Probleme machbar. Das heißt, auf die Art und Weise, wir haben jetzt gesagt, anschließend gehe wieder zurück. Das heißt also, das haben wir jetzt hier letztendlich durch Zeile 15, Zeile 16 und hier Zeile 18, beziehungsweise jetzt Zeile 17, haben wir das jetzt auch umgesetzt. Wenn du am Anfang bist, na, so haben wir das hier formuliert, wenn du am Anfang bist, na, oder wenn am Anfang, lassen wir diese Anrede weg, wenn am Anfang, na, wenn also diese Bedingung hier gilt, na, lege linkerseits Steine hin. Ich hätte müssen eher schreiben müssen, lege rechterseits Steine hin. Rechterseits, weil links ist eine Wand hier, da kann er nichts hinlegen. Kleiner Fehler von mir. Das heißt also, wenn wir jetzt am Anfang sind, das heißt, er stößt hier eine Wand. Na, da stößt er natürlich nicht dazwischen, weil wir vorher stehen bleiben aufgrund unserer Schleifenbedingung. Da fahren wir aus dieser Schleife hier wieder raus. Und dann sage ich hier ganz einfach, rechts drehen. Na, rechts drehen. Und anschließend sagen wir, solange, wir bauen uns wieder eine Schleife, solange, da gibt es jetzt hier eine Bedingung, weil ich möchte ja, dass er die Steine, die er aufgenommen hat, auch tatsächlich hier wieder hinlegt. Na? Und zwar genauso viele Steine, wie er hingelegt hat. Da gibt es hier eine Bedingung, wo haben wir sie? Hat Ziegel, ne? Hat Ziegel, also solange er Ziegel, solange der Roboter Ziegel hat, solange er hat Ziegel, tue hinlegen. Ne? Die soll er dann also hinlegen. Können wir auch einfach wieder alles schön bequem in eine Zeile packen. Ne? Und anschließend haben wir gesagt, soll noch einen Ton erzeugen. Das war's. Ne? Das probieren wir jetzt mal aus, beziehungsweise ich gehe hier nochmal auf Formatieren, dass das Ganze ein bisschen sauberer dasteht. So, dann gehen wir mal darauf. Jetzt können Sie es hier beobachten, sofern hier alles funktioniert. Roboter geht vor, hebt hier alles auf. Rückt vor, er dreht sich, geht zurück, legt Steine hin und hier war das Signal. Ja. Hier können Sie im Übrigen, wenn Sie hier drauf drücken, das Ganze wieder zurücksetzen. Ja. Soweit also dazu. Ne. Wie gesagt, ich würde das Ganze hier nicht unterschätzen. Das ist schon eine interessante Sache für sich, so ein bisschen mit der Algorithmik zu beschäftigen, weil Sie haben hier eine konkrete Maschine, Sie sehen hier auch tatsächlich was. Und letzten Endes Programme schreibt man für die Maschine, damit die etwas machen kann. Das haben wir hier am konkreten Beispiel. Wie gesagt, Robot Carol nennt sich das Programm. Wir können im Übrigen diesen Algorithmus hier auch als Struktogramm hier anzeigen lassen. Gehen Sie hier oben im Menü auf Struktogramm. Und dann gehen Sie auf Anzeigen. Na, das sehen Sie jetzt nicht richtig. Das heißt, hier sehen Sie dann die einzelnen Schleifen zum Beispiel. Hier zum Beispiel, das wäre der Schleifenteil. Solange nicht ist Wand, soll er hier prüfen, solange ist Ziegel, soll er aufheben, ansonsten Schritt. Dann anschließend nach der Schleife links drehen, wenn wir an der anderen Wand sind, dann kommt hier wieder eine Schleife, solange nicht ist Wand, mach Schritt. Dann wieder rechts drehen, soll Ziegel hinlegen, solange die Ziegel hat, hinlegen und am Ende Ton. Wenn wir wieder auf Struktogramm gehen und ausblenden, dann sind wir wieder hier. Das Ganze können Sie natürlich auch in 2D sich anzeigen lassen. Das geht auch. Also so viel noch dazu.
Das wäre also noch das. Ne? Wenn es jetzt um die Komplexität hier zum Beispiel gehen würde, also die Laufzeit, ne? Wir haben hier jeweils immer 10 Felder. Ne? Das Ganze hier ist 10 Felder lang. Das heißt also, insgesamt geht da hier 20 Felder. Ne? 10 hin, 10 zurück. Ne? Also 10 Felder hin und 10 Felder zurück. Wobei nur, wenn er vorwärts geht, Steine auf dem Feld liegen. Beim Zurückgehen nicht mehr, da hat er sie ja eingesammelt. Und im Extremfall kann hier auf jedem Feld können 5 Steine liegen. Außer auf dem Feld, auf dem er hier gerade steht. Das heißt, hier können 9 Felder mit jeweils 45 Steinen insgesamt liegen. Na, das heißt also, insgesamt haben wir 20 Schritte hin und zurück. Dann kommen vielleicht nochmal 45 Schritte dazu, na, die er ausführen muss. Das heißt, in jedem Fall haben wir hier eine Laufzeit, na, die natürlich abhängig ist von der Anzahl der Steine, die hier liegen. Na, die Anzahl der Steine hier wäre also die Eingabegröße. Na, im Worst Case, na, können das dann natürlich bis zu 45 Schritte sein, die er ausführt. Im Best Case liegen ja keine Steine, das sind also nur 20. Da müsste man also eine entsprechende Beziehung aufstellen und dann einer Laufzeitklasse zuordnen. Na? Na? Dann kann man hier auch die Komplexität, ne, die Laufzeitkomplexität bestimmen. Das wäre also das. Na? Okay, bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.